Zack, na, wo ist der letzte Ding, wo ich zerquetschen kann? Hinten. Oh ja. Fertig. Wiedersehen. So. Ach, Banditen töten. Ja, das machen wir. Machen wir auch gerne, ne? Na, gezähmter Moor, gezähmter Moor. Und kann ich ihn auch zähmen? Eine Holzplanke. Kann ich ihn vom Kopf hauen, oder was? Das meiste des Lebens. Ich würde eher sagen, das meiste des Todes. Verdächtiger Busch. Und wer ist drin? Niemand. Ja, schon verdächtig, so ein Busch. Rums. Tja, dann hast du davon. Ulfric. Ulfric Ive. Na? Wer es mag? Zack. Mach ich. Ich werde dir helfen, mein Freund. Oh, ja. Ups. Bombe brauchen wir nicht. Quatsch. Alles weg. Zack. Oh, wo, oh, wo? Oh. Achte. Och. Ja. So einfach ist es bei den Menschen. Nicht wirklich. Oh, siehst du, wieder vergessen zu hacken. Kupfer. Es ist mein Schicksal. Genau. Mein Schicksal wird sich so drehen. Schon wieder draußen? Na, das wollte ich ja so nicht direkt. Tigeraugenkiesel. Präzision. Genau, diese Edelsteine kann man sich per Doppelklick in die Rüstung, Waffen und sonstige schrauben, ne? Kann man auch sein lassen. Mit dem billigen Kram hier am Anfang. Weiß nicht, ob es gerade notwendig ist. Schön vorsichtig. Bombe. Da hinten. Häpp. Ach. Nix, häpp. Mach keine Witze. Tod ernst. Zack. Dumm, die dumm, die dumm. Na, ein bis zwei, wenn wir noch auf dem Weg nach draußen. Steht noch eine hier oben auch nicht. Schönes Futter, statt ein Sacke kommt noch einer raus, ne? Da ist er. Zack, fertig. Ab nach Haus. Ab nach Haus. Okay, den will ich haben. Ja, wir wollen das ja mal nachher zum Schluss. Wollen wir ja alle Punkte haben, ne? Übrigens, das wird hier angezeigt. Königsteil vollständig, da sind die Herzen, Wegmarken, ne, Sehenswürdigkeiten, das sind halt die Anzahl, wie viel hier in dieser Map vorhanden sind.
Und wenn wir alle haben, kriegen wir hier dieses schöne Kistchen als Belohnung. Und deswegen müssen wir halt doch nochmal da runterlatschen. Hätte ich mir hätte natürlich auch vorher angucken können, ne? Aber es ist der wunderbare Lerneffekt. Wenn man zu blöd ist, muss man halt doppelt laufen. Da, wieder so ein Tiger und Dingsbums. Die anderen waren klüger, die sind direkt runtergelaufen, glaube ich. Wir versuchen mal. Ah, ja, schieß mal schön. Bombe, Bombe. Du auch. Kommt er nicht? Ach Mensch, was ist denn mit Hede? Damit mal loswerden. Ja, das ist hier gegen die Pupis, hier sind wir schon mehr als über. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Champions. Noch ein paar Pilze rauchen. Essen. Nein, nein, das war nur ein Scherz. Sowas mache ich nicht. Das, das ist widerlich, saugefährlich. Niemals, niemals. Never ever. So, Entschuldigung. Soll ja auch vorwärts gehen. Hier, hep. Kriegst du. Ach. Der kann mir ja nicht werfen. Wie, du gibst auf. Hab er noch gar nicht gesagt. Hep. Boah, guck mal, was die schon wieder vollgestopft sind. Mal kurz mal aufräumen. Aufräumen! Hopp. Apropos aufräumen. Unbedingt dran denken gleich. Nein. Nein. So. Zack, zack. Ja, will ich zersägen. Lumpen. Ich lasse mich nicht lumpen. Mhm. Hat. Moorhof. Darüber freuen, ne? Wo ist denn der Moorhof? Dreck vor der Tür. Na, was ist das denn? Haben wir sowas schon? Das ist auch prima. Nicht. Da müssen wir jetzt den Tisch erstmal wieder gucken, was mich ein bisschen nervt. Eine Maske. Wir haben keine Maske. Und jetzt, zeig her. Boah, cool. Naja, cool. Aber, boah, schon gar nicht so. So schlecht sieht's gar nicht aus. Hose. Zersägen. Keule. Kann man nicht benutzen, zersägen. Schwert 169, 150. Zack, Haupthand, Haupthand. Zersägen. Ah, jetzt müsste ich auch, das wäre natürlich gescheit, wenn wir jetzt mal gucken, was wir noch nicht geskillt haben. Damit wir. Zack, 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 hops. Alles weg. Ech, packt man die Säcke aus. 2, 3, 4. So, jetzt aber. Die hier gehen wir gleich ab am Moorhof. Ja. Magisches Gespür. Was soll das magisches Gespür? Mit Banditen legt man sich nicht an. Hey. Was ist hier los? Hilfe. Halt cool, Freund. Mir tut hier etwas weh. Mir tut hier etwas weh. Ich bin tot. So, guckt euch das an. Alles klar, das Ende ist nah. Okay, so haben wir uns mal den Rückweg erspart. Bäh, wo ist der Moorhof? Da, ne? Hm. Na gut, na gut. Ist ja alle nix. Da, okay, was lernen wir davon aus? Sollte nicht dümmlich in der Gegend rumstehen. Im Spawngebiet. Ja, okay, wir können ahnen, dass da direkt so ein
Naja, der war schon mal dickerer, ne? Okay, der Wolf hat ja auch noch 5 Kollegen von ihm mitgebracht. Ist natürlich dann auch nicht mehr so einfach, ne? Mhm. So, Moorhof. Hier ist doch der Moorhof, oder? Mit zähmte Moas. Wenn hier nicht der Moorhof ist, dann weiß ich nicht. Und die freut sich über den Schrott. Kann ich helfen? Ja, ich habe die gefunden. Gehören die euch? Und jetzt? Was habe ich davon gehabt? Ja, nicht! Ja, wo zum Teufel? Wozu soll ich denn dann... Entschuldigung. Ja, ganz ehrlich. Wozu schleppe ich denn den Schrott dann bis hierhin? Wenn er für nichts gut ist. 2 Vitalität. 2 Kraft. Böh. Tonne. Weg. Bums. So, weiter geht's. Weiter geht's. Laufen, laufen, laufen. Dümmliche Fehler meinerseits. So. Da laufen wir hier hin. Da. Dann gehen wir mal hier rüber, ne? Komme ich hier noch hoch? Kuckuck. Zack. Habe ich nicht eben gesagt, ich wollte gucken, welche Waffen wir schon freigeschaltet haben. Wo konnte man das denn? Erfolge? PvP? Nö. Ach, bin ich wieder dümmlich. Kontakte? Nein. Inventar? Nein. Okay. Ich weiß, ich habe es irgendwo mal gesehen. Dann konnte man sich das anzeigen lassen. Aber da machen wir es halt einfach so. Wir ziehen es an, hä? Aber wir haben ja sowieso 2 Sets. Das haben wir, das haben wir. Lass mal gucken. Ha. Sind wir da unten? Ne, dann wechseln wir nochmal, dass wir beim Bogen sind. Oh, das ist, dann müssen wir noch ein bisschen hacken mit dem Großschwert. Dann machen wir das doch. Guck, guck. Wir machen Witze, oder? Da gibt's nichts zu lachen. Ja. So sieht's aus. Ja, genau. Sehr genau beobachtet. Zack, den Punkt haben wir mitgenommen. Geh aus Victor Wurm und soll ich dich zertreten wie eine Made. Wo ich bei dem Schein natürlich außer Acht gelassen habe, ganz früher bei Dark, bei DLC, war es echt wichtig, ne, dass man möglichst klein ist. Da konnte man schlechter anvisiert und schlechter gesehen werden. Heutzutage macht man immer Alt-Tab und so weiter. Es ist halt ja relativ einfach. Spielt also nicht mehr so eine große Rolle. Aber halt mit diesen kleinen Gartenzwergen könnte man sich in der Theorie noch in Büschen verstecken und so. Ich weiß nicht, ob das drin ist. Also ob es was bringen würde. Denn nachher kamen die Spiele raus, dann konnte man den Namenszug auf dem Kilometer sehen oder auf dem Radar war man zu sehen und so weiter. Deswegen hat es an für sich nichts mehr gebracht. Ja, aber im Allgemeinen gilt immer noch die Kunst des Nicht-Gesehen-Werdens im PvP. Ne? Klar. Aber PvP, wir sind jetzt 10, da können wir auch mal bald loslegen. Lindwurm. Brackwasser-Dingsbums. Ich will nur durch, Kollegen. Nicht da oben über meine Brücke latschen.